Mein Name ist Barbara Eschmarowski, ich leite die Kommunalen Galerien Tempelhof-Schöneberg von Berlin. Wir befinden uns hier in der Kommunalen Galerie im Tempelhof-Museum. Die liegt an der Straße Alt-Mariendorf, sehr gut zu erreichen mit der U6. Mein Name ist Julia Kochanek, ich bin wissenschaftliche Volontärin in den Kommunalen Galerien Tempelhof-Schöneberg. Ich freue mich, dass ich in den Kommunalen Galerien Tempelhof-Schöneberg arbeiten kann, weil ich sehr gerne hier in Tempelhof lebe und es wichtig und richtig finde, Kultur auch hier hinzubringen. Die Galerie im Tempelhof-Museum macht ein herausragendes Programm an einem dezentralen Ort und ermöglicht den Menschen ganz nah an ihrem Wohnort Kunst und Kultur auf sehr hohem Niveau zu genießen. Das Besondere ist, dass wir uns hier im Haus des Tempelhof-Museums befinden. Das heißt, unter diesem Dach sind Kunst und Geschichte gemeinsam untergebracht. Die Galerie bietet kleineren Projekten Platz. Die Besucherinnen und Besucher können sich hier individuell und im Team mit den ausgestellten Kunstwerken auseinandersetzen. Wir zeigen hier sehr viele erste Einzelausstellungen. Der Raum ist also auch geeignet für sehr junge Künstlerinnen und Künstler, die zum allerersten Mal eine Einzelausstellung realisieren. Und inhaltlich versuchen wir immer, Themen anzubieten, die uns alle in unserem Alltag beschäftigen. Wir zeigen auch ortsansässige Künstlerinnen und Künstler. Im Sommer gibt es immer die Tempelhofer Kunstausstellung. Das ist eine Gruppenausstellung, in der diese Positionen gezeigt werden. Gerade stehen wir in der Fotoausstellung von zwei Berliner Künstlerinnen, die unterschiedlichen Generationen angehören. Und beide thematisieren die Schwierigkeit der Tierhaltung in Zoos. Ich freue mich, dass das Team der Kommunalen Galerien Tempelhof-Schöneberg von Diversität geprägt ist, dass wir dadurch auch die Wünsche und Anregungen des Publikums optimal aufnehmen können und wo jeder das Beste, was er zu geben hat, einbringen kann.